Die Anatomie der Augen. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf Linse, Netzhaut, Brechkraft, Sehnerv, Pupille, Iris, Kornea, Zapfen, Stäbchen eingehen. Das sind die ganzen Details, die man so im Biologieunterricht lernt. Und da ist natürlich ein weites Feld. Was mich interessiert, sind eigentlich die Teile, die wir bewusst beeinflussen können. Sprich, die Muskulatur. Da gibt es ein paar kleine Muskulaturen im Auge selbst, unter anderem der Ringmuskel, der die Größe der Pupille steuert, darüber den Lichteinfall, und noch ein Muskel, der die Form der Linse verändert und so die Brechkraft ändert. Damit fokussieren wir zum Beispiel. Die sind ganz interessant. Wir können die nicht oder sehr schwer direkt beeinflussen. Das ist weitgehend reflektorisch gesteuert. Das wäre, wenn der Arzt mit einer Taschenlampe in die Augen scheint. Aber es sind Ringmuskeln. Und wir haben etliche davon in unserem Körper. Zum Beispiel wird die Blase durch zwei Ringmuskeln geschlossen, der Anus, die Muskulatur der Speiseröhre. Und diese Ringmuskeln arbeiten zusammen. Das heißt, was man versuchen könnte, wäre, nimm mal den Daumen in den Mund und saugt richtig fest dran. Und schaut, ob es da eine kleine Antwort in euren Augen gibt. Okay. Was weiteres, was wir eventuell indirekt beeinflussen mit Feldenkrais, ist die Form des Augapfels. Der sollte ziemlich perfekt rund sein, was eigentlich gar nicht so schwierig ist in der Natur, weil Flüssigkeiten sich gleichmäßig nach allen Seiten ausbreiten. Und unser Auge enthält tatsächlich relativ viel Flüssigkeit, das sogenannte Kammerwasser. Und der Augeninnendruck, der Kammerwasserdruck, wird unter anderem durch unsere Stresslevel beeinflusst. Das ist also was, was ich Leuten tatsächlich erzähle, wenn sie fragen nach Feldenkrais und Augen, besonders Kindern. Dass die Eltern die Augen regelmäßig checken lassen sollten, weil sie können sich tatsächlich verbessern. Und dann sollte die Brille eben angepasst sein. Okay, kommen wir zur Muskulatur. Hier haben wir erstmal zwei schräge Muskeln, die wie ein Gürtel oder eher wie eine Schlinge um den Augapfel laufen. Die setzen direkt am Augapfel an mit Sehnen. Das heißt, das ist ein relativ eine haltbare Struktur. Ja? So ein Auge ist gar nicht so leicht kaputt zu kriegen, sozusagen. Das ist eine Schlinge, die setzt etwa hier und hier an, ja? In der Nähe der Nase. Und dieser Muskel kann den Augapfel ein kleines bisschen verformen. Dann hilft er zusammen mit der Linse bei der Fokussierung. In erster Linie ist er aber zuständig für die Einstellung von Nah- und Fernsicht. Okay, nehmen wir ihn mal weg. Dann bleiben noch vier gerade Muskeln. Und die sind für uns als Feldenkraislehrer wirklich wundervoll, weil wir haben Agonist und Antagonist. Agonist und Antagonist. Und in der reinen Bewegung, horizontal oder vertikal, arbeiten tatsächlich isoliert zwei Muskeln genau zusammen. Das heißt, wenn dieser Muskel sich anspannt und verkürzt, würde das Auge in die Richtung kommen. Wenn der Gegenspieler sich verkürzt, dann wird dieser Muskel lang. Diese sechs Muskeln, zwei schräge und vier gerade,
sind verantwortlich für unser Sehen, soweit das Auge betroffen ist. Und es gibt vier verschiedene Funktionen des Sehens. Zum einen hätten wir diese langsamen geraden Linien, die wir häufig in ATMs machen. Das ist die Verfolgung von Objekten. Dann viele ganz kleine Sprünge, die sogenannten Mikrosakkaden. Wir haben die Konvergenz der Augen. Das ist also das Zusammenspiel von zwei Augen, die uns hilft, Gegenstände zu fixieren und dreidimensional zu sehen. Und das letzte wäre der vestibio-okuläre Reflex. Schauen wir uns mal genauer an.